Ja, hallihallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück hier in unserer illustren Runde. Ne Brause, wie sieht aus? Ja, eine illustre Runde. Muss ich dir recht geben. Und ich bin gerade dabei, mich ein wenig aufzumöbeln. Sprich zu buffen. Ja, das ist ja super. Ich habe jetzt gerade eben mir noch so ein kleines Tool installiert, weil ich kann hier bei meinem Mikrofon das kann ich nicht irgendwie ausschalten oder so, hardwaremäßig. Das heißt, ich muss es irgendwie über Software machen. Das habe ich dann ein lustiges kleines Tool für gefunden. Und wenn ich darauf drücke, dann könnt ihr mich nicht mehr hören. Und wenn ich dann wieder loslasse, dann könnt ihr mich wieder hören, glaube ich. Und jetzt funktioniert das gerade gar nicht, obwohl ich die Taste gedrückt habe. Irgendwie. Okay, vergessen wir die ganze Sache. Viel Gerede, nichts bei rumgekommen. Ich habe es noch nicht getestet. In Windows funktioniert es, aber jetzt hier im Spiel nicht. Ist wahrscheinlich so wie TeamSpeak oder so. Da muss man das Ganze als Administrator starten, damit das läuft. Darkness Falls ist leider zu, haben wir nachgeguckt. Das heißt, unser Plan hier auszuloggen und dann rasch da wieder einzuloggen ist gescheitert. Deswegen haben wir gerade gesagt, wir gehen jetzt einfach zu unserem guten alten Trollheim. Ja. Dem Dungeon unserer Träume, denn da riecht es von oben bis unten nach Bananen. Wir könnten natürlich hinporten, also jetzt nicht direkt bis dahin, aber bis nach Egeham. Aber ich habe mir gedacht, das ist so kurz. Habe ich eigentlich Speed an? Ich könnte mal Speed anmachen, ne? Dann sind wir da ein bisschen schneller. Für die paar Meter lohnt sich das jetzt nicht, irgendwie zu porten. Ausgebildet sind wir, ausgerüstet sind wir, zumindest einigermaßen. Tollen Ja, jetzt. Schmuck. Hier ist ja auch schöne frische Luft und so, ne? Ja. Da kann man auch ein bisschen spazieren gehen. Apropos frische Luft, davon hatte ich wohl vor ein paar Tagen ein bisschen zu viel, bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, das hört man nicht allzu sehr. Ja, dann ist ja alles im Lot. Ist da deine Burg immer noch, wo sie hingehört? Ja, das schauen, werden wir gleich mal sehen, wenn wir hier den Berg hochkommen. Ja, müsste eigentlich. Hinten stehen hier keine Völker draußen rum. Auf den Pferdehändler hier denn. Und die Wachen. Ich glaube Naja. nicht, dass die Wachen hier schon mal jemals irgendetwas zu tun hatten, seit sie in diese Welt teleportiert wurden. Apropos teleportieren, wo ist er hier? City of Egeham. Ich glaube, das soll sicherlich Hafen heißen. So Ha-Ha-Haben. Ha-Haben. Kann ich hier sehen. Wir sagen ja auch nicht, wir haben, sondern wir haben. So sind wir. Faules Gesocks und Gesindel. Ja, wir wussten auch sogar, wo man hinreiten muss, damit man da hinkommt. Das war doch Bjarken, wenn ich mich nicht irre. Ich reite da jetzt auf jeden Fall hin, ob es richtig ist oder falsch. Ich warte noch, bis der Brause klickt. Komm, klick Brause. Ja, fast gleichzeitig. Ich bin direkt hinter dir. Oh, wo ich mich da nicht verirre. Nee, ich kann dir immer zurufen, so links, rechts, geradeaus. Über die Brücke. Aber du weißt ja, dass ich ein bisschen schwerhörig bin. Was? Dass ich ein wenig schwerhörig bin. Erwischt, Brause, erwischt. Hä? War jetzt der Ausgleich. Ja. Ach, die Müggers. Ich erinnere mich noch. Da waren wir ganz klein. Da waren wir hier am Leveln.
Mann, oh Mann, oh Mann, waren das noch Zeiten. Die waren eigentlich furchtbar und wir haben uns nichts sehnlicher gewünscht, als endlich groß zu sein. Aber im Endeffekt läuft alles trotzdem genauso. Nur, ja, dass man jetzt im Vorfeld mehr freie Flächen durchreiten kann, ohne dass einen den Hals abschneiden. Aber du hast dann natürlich deinen Finger genau in die wunde Stelle gelegt. Die wunde Stelle, die jeden Spiele-MMO-Designer schmerzt. Das Problem, dass das Spiel am Ende eigentlich auch nicht anders ist als am Anfang. Und ja, das haben sie bisher weder in WoW noch in Guild Wars oder sonst wo lösen können. Klar, du hast dann den Endgame-Content, das sind so beispielsweise Raids oder von mir aus auch hat man in manchen Spielen das RVR wie hier. Aber so das Grundlegende ist eigentlich immer gleich. Du wirst besser, die Gegner werden besser, dein Schaden hat eine höhere Zahl. Und das soll dann Fortschritt sein. So, jetzt du. Eigentlich merkt man ja keinen Unterschied, ne? Genau. Weil sich ja eigentlich nur so ein bisschen die Farben geändert haben, ne? Die sind nachher auch alle grau, wenn man sie oft genug umgehauen hat, ne? Also im Level nach oben gekrabbelt ist, das von daher. Aber ich meine, das ist ja im Prinzip wie im Leben, ne? Weiß ich auch immer. Ja. Guck mal, Sport. Ob ich nun im Endeffekt Fußball oder Handball spiele, das Runde muss ins Eckige. Ne? Mal sind ein paar Leute mehr, mal ein paar Leute weniger. Mal ja, hauen sie den Ball mit dem Knüppel. Aber im Endeffekt. So, jetzt müssen wir gleich abspringen. So ungefähr jetzt. Ich weiß nicht, dass ich so schnell abspringen kann. Aber ich finde, es gibt auch Unterschiede. Also, ob man jetzt beim Fußball, sag mal, das Endspiel der Kreismeisterschaft. Ne, lass mal, wir müssen eh in den Dungeon. Häng dich einfach an mich ran und dann geht's los. Also, Kreismeisterschaft, die hat dann ja. Also, ich will nicht behaupten, dass sie für die Beteiligten und die Fans und so nicht genauso spannend sind. Aber so letztendlich die spielerische Qualität ist natürlich dann in der Champions League etwas höher. Ah, aber na, die Spannung für den Spieler, der in der ersten Jugend- oder Kinderdings spielt, genauso groß wie für den, der in der Bundesliga. Ja, das gebe ich ja gerne zu. Also die Spannung und so, wenn man so involviert ist, ist das natürlich vergleichbar. Aber es ist halt doch ein bisschen anders, ne? Also auch, was dann auf dem Platz stattfindet, ist ja. Ja, ist anstrengender zu laufen, ne? Ich meine, es ist ja, wenn du jetzt vergleichst, beispielsweise mit Wettrennen oder so, ne? 50 Meter Sprint. Hey, du hast mich hier mit den Feinden alleine gelassen, die du alle umgerannt hast. Ja, mach Sprint an, wir laufen durch. Also jetzt beispielsweise. Geh mal, lauf mal vor. Ich kann auch nicht schneller laufen. Du bist übrigens falsch, du musst nach links. Ja, deshalb sage ich, lauf mal lieber vor. Ich bin ja so schnell gelaufen, wie ich konnte, aber du bist abgezischt wie so eine Rakete. Ah. Man nannte ihn ja auch Rocket Man. Und rein. Ja, was ich gerade sagen wollte, also wenn da die, keine Ahnung, Bambinos vom Kindergarten 50 Meter laufen, dann sind die zwar letztendlich langsamer, aber das Bild sieht auch nicht viel anders aus, als wenn da die bei Olympia sprinten. Klar, ja, die Technik ist ein bisschen besser und so, das will ich ja nicht abstreiten, aber es steckt halt nicht so viel dahinter und bei anderen Sportarten, gerade so Teamsportarten, da ist das natürlich ein Riesenunterschied. Wenn die kleinen Kinder Fußball spielen, ne, die kennen ja nur eins, das ist alle hin zum Ball. Das ist dann ein Riesenpulk, der sich um den Ball aufhält. Das ist natürlich was ganz anderes. Und so ähnlich ist das vielleicht auch hier im RVR. Also, die einen laufen mit dem Zerg mit und der Zergführer ist der Ball. Und die anderen, die laufen so. Wir bleiben beim Zerg, ne?
Ja. Das nehme ich wieder runter. Die sollen sich nicht aus dem Hut raushauen oder solche Scherze. Inzwischen ist das gefährliche Viechzeug auch nicht mehr lila, sondern nur noch orange. Orange. Aber auch da findet man dann wieder äquivalent lila, ne? Ich glaube, wir sind beim letzten Mal hier auch an Orangenen oder so gescheitert. Bei unserem Versuch, den Ausweg zu finden. Und übrigens ist das eine Sache, die würde ich jetzt. Komm, wir gehen mal hier so links rum. Dann gucken wir, wenn einer mitkommt, dass es dann nur der Linke ist und nicht gleich beide. Ja, es ist tatsächlich so. Ja, vielleicht finden wir jetzt von oben den Weg, den wir von unten nicht gefunden haben. Wäre das nicht ein mega spannendes Abenteuer und etwas lustiger als einfach nur an einer Stelle stehen, Lagerfeuer anzuhaben und einen nach dem anderen umzuhauen? Ist vielleicht nicht so erfahrungseffizient. Der war aber ganz schön resistent, der Bursche. Ja, die sind sicherlich auch noch sozusagen dunkel orange und nicht schon auf dem Weg zu gelb. Die werden noch relativ nah an rot dran sein. Was ist das eigentlich hier für eine schöne heiße Quelle? Werden nah an Rot sein dran sein mit einem Touch von Blau, der so leicht ins Grünliche überschwenkt, ne? Ja, Bisschen gelbstichig. wo die jetzt bei der Wahl ihr Kreuzchen machen, weiß ich nicht. Vielleicht sollten wir mal versuchen, auf dem Weg runterzukommen. Aber wahrscheinlich geht es nur über die Mitte, wa? Sonst war ja kein anderer Abzweig, ne? Ja, guck mal, komm mal nach hier hin. Waren wir nicht da unten? Ja, so schräg gegenüber auf der Brücke. Genau, die Brücke, die da unten ist, das ist doch, glaube ich, die, wo wir. Und dann sind wir in den Raum, der da hinten zu sehen ist, rein. Und dann. Ja. Ja, der Rest ist Geschichte. Dann müssen wir jetzt mal hier versuchen wir mal ohne zu hupsen und zu springen, eher an der nächsten Kante. Da könnten wir ja runterhupsen. Dann versuchen wir Ja, mal den aber Weg. wie man runterhupst, das wissen wir jetzt. Wie man jetzt normal geht, das wollen wir ja wissen. Also Ja, lass uns deshalb mal. sage ich, da sollten wir jetzt mal vielleicht die umhauen, dann hier Genau. nach links reingehen. Lass uns das mal so machen. Mal gucken, was habe ich denn für einen? Ein Ora. Oh, da ist auch ein Lilaner dabei. Oh, ich habe pariert. Leider zu langsam zugehauen. Wenn du zu viel heilen musst, dann sollten wir vielleicht doch noch ein Lagerfeuer aufstellen, auch wenn das ein bisschen Verschwendung ist. Vielleicht geht aber auch der Weg durch den Turm, aber ich glaube, da geht es auch nur nach unten, ne? Im freien Fall im Tur in der Turmmitte. Ich glaube nicht, dass da eine Treppe drin ist, Könnte auch wa? eine Treppe oder eine Leiter drin sein. Ja, wir werden das alles erkunden, aber jetzt machen wir mal hier erstmal. Wollen wir mal mit dem Lilan, ne? Die Gruppe. Ich überlege auch Gruppi-Chef. gerade, ob das sinnvoll ist, erst den Lilanen zu nehmen oder erst die anderen wegzumachen. Komme aber schließlich Andere. drauf, dass es egal ist. Drei rote sind das. Lass uns erstmal zum Eintrainieren einen roten nehmen. Jo. Den, der direkt da an der Übergang steht. Wenn wir jetzt zu lange hier rumstehen und nichts machen, dann ist der andere auch wieder da. Ja. Ja, hau mal ruhig in meinen Schadenspuffer rein, du. Da richtest du gar nichts mit an. Loser. Na komm. Jawoll. Wir kriegen beide dieselben Stiefelchen. Ist allerdings Stoff. Was will ich mit Stoff? Ach, jetzt weiß ich auch, was ich hier falsch mache. Ich muss natürlich den Browser protecten.
Oh, genau für solche Situationen hätte ich gerne das Mute-Programm am Laufen. Oh, und der ist aber... Ja. Was sagt dein Mana-Vorrat? Hast du da noch genug, oder? Ja, doch, für die. Noch geht's. Ja, wenn es zu knapp wird, sag Bescheid, ich stelle ein Feuer auf. 2 Sekunden. Ja, dann setze ich mich auch so lange. Wie viel geben die denn jetzt eigentlich an Erfahrung? 104 Millionen. Achtung. Hey, warum kommst du nicht? Vielleicht zu weit? Nein. Komm, hau zu, hau zu, hau zu, hau zu. Ah. Gut, so geht's auch. Ja, 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 ja. Also ich glaube, man merkt ein bisschen jetzt, dass ich mehr Punkte in Parry reingesteckt habe. 17 Punkte ist ja, glaube ich, auch das Endziel gewesen. Da pariert man schon ganz ordentlich mit. Habe ich da irgendeinen Bonus drauf? Ja, plus 10. Macht 27. Ja, jetzt kommt der Violet Man. Jo. Lass mal direkt pullen, sonst ist gleich wieder Respawn. Hoffentlich ist dann wenigstens um die Ecke rum frei. Ansonsten, dann ziehen wir uns auf die Brücke da zurück. Da ist ja auch relativ harmlos. Oh, macht der Aua. Der resistet meine Shouts. Frechheit. Aber jetzt habe ich pariert. Jetzt habe ich pariert. Jetzt kommt hier Bonus, Bonus, Bonus. Und nochmal. Ich glaube, die beiden haben auch einen defensiven Bonus, der irgendwie beachtlich ist. No Bonus. Okay, dann nicht. Oh, no Bonus. Dann sollten wir da reingehen, ne? Jo. So viel zu meiner Wahrnehmung. So, wir stehen da nicht. Ach du Jemine. Also hier ist zumindest erstmal frei, aber... Ja, dann haben wir wenigstens ein bisschen Luft erstmal. Das ist ja ein Labyrinth hier. Ja, das müsste ja theoretisch schon hier unten die nächste Tür wieder rechts sein, ne? Ne, da ist keine Tür. Da ist keine Tür. Da ist nur links... Oh, wow, 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 wow. Ich finde, wir sollten uns hier hinstellen und erstmal ein bisschen... Da, was da links ist, ich sehe da ein, zwei Minikis. Ja, zwei sehe ich da, einen roten, einen lilan. Hoffentlich kommen die einzeln. Meinst du nicht, dass man sich vielleicht hier ganz rechts an vorbeischleichen kann? Ja, vielleicht, aber vielleicht kommen dann auch beide. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht könnten wir erstmal einen umhauen und dann versuchen, uns vorbeizuschleichen. Dann fangen wir mit dem roten an, ne? Ja, versuche ich mal. Und hoffen, dass da in diesem Alkoven nicht noch mehr rumstehen, die wir jetzt gerade gar nicht sehen. Das fängt schon mal gut an. Was habe ich denn nicht für einen Anytimer? Das ist doch Provoke, okay. Vielleicht solltest du dann, wenn wir jetzt losschleichen, dein Mikro muten. Nicht, dass du da aber mal, da steht noch ein roter. Seh ich schon. Da steht eine Tatsache, ja. Jetzt ist er wieder weg. Der ist noch da. Ist noch da. Wir werden die umhauen müssen. Da ich mein Mikrofon nicht muten kann und wir also nicht vorbeischleichen können, müssen wir sie umhauen. Ja. Was hinter dich? Zumindest erstmal den lilanen, ne? Ja, an den anderen kommen wir ja von hier aus gar nicht ran. Ah, das ist das Problem. Achtung, geizig los.
Zack. Ach Mist, ich hab pariert. Ich hätte den After Parry. Komm jetzt aber, hau zu, hau zu, hau zu. Ja. Und Pock, jawoll. Und resiste nicht meinen Schauts, jawoll. Jetzt haben wir nur noch gut in der Kontrolle. Ja. So, dann würde ich mal sagen, wir starten Operation Vorbeischleichen. Mit einem roten werden wir ja wohl im Notfall fertig. Aha. Das Doof ist, da vorne steht noch ein Uran auf. Ja, aber der Uran, den schaffen wir sowieso. Wir könnten den roten, aber müssen wir nicht. Komm, ich hau jetzt hier den Uran. Danach könnte man höchstens noch austesten, wie nah kommt man denn an dem Roten vorbei, ohne sich Ärger einzuhandeln. Meinst du für andere Situationen? Ja. Weil wenn er jetzt kommt, können wir ihn ja einfach umhauen. Ich gehe mal so jetzt so ein bisschen mittiger. Gehe ich mal hier so. Da ist er. Okay. Nur schnell voran. Bevor sich da irgendwas wieder zurecht spawnt. Ja, ich würde ihn gerne ein bisschen weiter nach hinten ziehen, aber der ist immer gestunt. Ist das schwierig. Also ihr seht das ja gerade selber. So, jetzt den. Ist nämlich ein erfahrener Soldat, aber nicht so sehr erfahren. Seine letzte Erfahrung war auch nicht so schön. Was sind das hier für Bilder an der Wand? Mein Gott. Aha. Das ist so eine Art Elchziege. Ja, und hier ist ein Walfisch und hier ist ein... Das ist, glaube ich, Captain Ahab. Seiner Bande. Oh, da muss hier irgendwo der weiße Wal sein. Ja, was da unten unter der direkt, der unter dem Boot her schwimmt. Aber lass uns jetzt mal weitergehen. Ja. Oh, geht ja ziemlich ab in den Keller, wa? Ja gut, wir müssen ja runter. Ja. Kein Weg dran vorbei, ne? Ja, ne, vorbei führt kein Weg. Da ist ein roter und orange und rot. Da werden wir auch pullen müssen. Ich nehme erstmal einen roten. Jo. Gruppchef, wir nehmen dir die Gruppe weg. Na, endlich. Ich dachte schon, der pariert gar nicht mehr. So, wahrscheinlich den rechten Orangenen auch, aber den linken vielleicht nicht. Das heißt, es hängt ein bisschen davon ab, was jetzt da hinter der Ecke ist. Ne? Wenn da auch wieder welche stehen, dann sind wir sowieso in Schwierigkeiten. Wenn ich so auf die Karte gucke, habe ich so das Gefühl, als kommen wir hier in diese Richtung sowieso nicht aus unseren Schwierigkeiten raus. Mhm. So richtig toll die Richtung ist das nicht. Denn wir wollen ja wieder zurück zu diesem großen Haupthallenraumgebäude-Ding. Ich guck mal, ob ich hier so ein bisschen um die Ecke schielen kann. Ja, ist das eine Schlange? Da ist eine Schlange, tatsächlich. So, lässt uns der Rote da in Ruhe.
Ja. Oh, da ist aber auch ein roter. Vielleicht sollten wir erstmal die Schlange. Haustier, Blutwurm. Ich habe so das Gefühl, das ist eine Sackgasse, wo wir da reinrennen. Ja, das habe ich auch, aber irgendwo muss doch die Verbindung sein. Meinst du, wir sollen den Weg jetzt hier noch weiter versuchen oder sollen wir wieder hoch? Ja, ich denke mal hier, was hier so in dem unteren, ja. Wenn wir quasi zurückgehen, einmal so eine Rechtskurve und dann kommen wir quasi zu dem Rundell. Ne? Das ist doch der. Ja. Ne? Also da gibt es keine Da Verbindung, wie ich gibt es das keine sehe. Verbindung. Da geht es nur entweder über eine Brücke oder hier an der Stelle, wo dieser Weg hier auf den Kreis trifft, nach links den Berg runterspringen. So, ich brauche jetzt aber eine Entscheidung, denn wir stehen hier mitten im Respawn. Also entweder wir erkunden das hier weiter, auch ohne dass wir dann den Weg zurückfinden. Ja, können wir auch machen. Okay, dann pull mal bitte da den Haustier-Blutwurm. Was für ein hübsches Haustier. Na? Willst du ein Leckerfein? Ja, willst du ein Leckerfein? Hier hast du ein Leckerfein. Ja. Aus wie so eine etwas überdimensionale Silberfischversion oder so. Ja, vorne auf jeden Fall. So, und wenn wir jetzt hier so schräg rüber gehen, kommen wir dann hier ohne, dass uns da gleich der andere rote, der Meisterschmied. Halt, nein, stehen bleiben, da ist noch ein Ora-Schlange. Dann müssen wir jetzt den Meisterschmied pullen. Das mache ich auch direkt, weil er ist schon in Reichweite. Ich hoffe, wir haben jetzt noch Zeit genug, ehe uns von hinten der Respawn erwischt. Ja, wir müssen Falls dann der jetzt. kommt, Brause, bitte tu mir den Gefallen und renn nicht hier irgendwie in irgendeine Ecke. Wo da noch mehr Gegner kommen. Wir bleiben einfach hier und lösen das Problem. Ich glaube, jetzt gehen wir so schräg rüber, da wo die Tüten stehen auf dem Haufen, wa? Mir war gar nicht klar, dass übrigens links rum auch noch ein Weg ist. Wenn ich mal umdrehe, da geht's auch rein. Und das ist meiner Meinung nach nicht auf der Karte eingezeichnet. So, ich meine, das ist ja quasi so ein T-Abgang, wo wir da vorhin gestanden haben. Das ist einmal der und einmal der andere. Aha, okay, stimmt. Osten, das ist der dann hier. Das sind die kleinen, das sind nur zwei Räumchen hier. Okay, jetzt habe ich das verstanden. So, jetzt können wir hier zu dem Haustierschlänglein. Das hier sind ja nur zwei Räumchen, ne? Jo. Sag ich mal. Aber da glitzert was, da will ich hin. Ja, an den Fässern, Ja. ne? Kann ich da mal ran zu? Oh, sind das Edelsteine oder Ostereier? Eine abschließende Analyse kam zu keinem befriedigenden Ergebnis. Sonst können wir da noch da diese zwei Stück da. Aber ich glaube, hier ist ja dann nichts. Ist ja nicht so, dass Ja, hier ne, und irgendwie hier. eine Kiste am Ende wäre mit einem Schatz drin. Das sind einfach nur Räume mit Gegnern. Und hier da, wo die fünf Leute da stehen, das ist ja auch nur so ein kleiner Raum, ne? Schade, dass man hier die Waffen nicht mitnehmen kann.
Oh, mir würde schon so eine Mütze gefallen. War etwas groß für mich, aber. Ja, die wird sich auf magische Weise sicherlich deiner Größe anpassen. Nicht so als Ganzkörper. Also, ehe wir weitergehen, muss ich leider einen Cut machen. Und ihr seht dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Und Gott.